Grüß Gott und wieder ganz herzlich willkommen bei der ersten Sendung im neuen Jahr des bunten Kulturschaufensters mit Kunst und Kultur aus der Heimat für die Heimat. Und das sind heute die Themen. Erstens, schwäbisches Ensemble Melodissimo gibt Weihnachtskonzert in der Hofkirche Günzburg. Zweitens, Kunst im weihnachtlichen Lichterglanz. Hubi Schnitzer fertigt in Ichenhausen, Kreis Günzburg, Weihnachtspyramiden und anderen Zierat. Drittens, Männerhort. Komödienpremiere im August-Theater Neu-Ulm und viertens Zeitdeko Annie macht Furore. Anja Baldauf vom Akkordeonorchester Kammerdei Kreis Günzburg mit neuer Musikkreation. Gute Unterhaltung mit edlen Bieren wünscht die Schlossbrauerei Autenried dem Guten verpflichtet seit 1650. Gleich zu Beginn eine Warnung vor Wechselgeldbetrügern in Tschechien. Hier gibt es Wechselstuben, bei denen Sie nicht den ausgeschilderten Kronenkurs bekommen, sondern den weit niedrigeren Rückkaufkurs. Das macht immerhin pro Euro 5 Kronen aus, das ist ein Fünftel oder 20%. Sie büßen also bei 100 Euro sage und schreibe 20 Euro ein. Mir ist das in dieser Wechselstube namens Checkpoint in der Hauptstraße von Marienbad passiert. Reklamieren hilft nichts, auch nicht bei der Polizei. Prägen Sie sich also diese bunten Schilder gut ein. Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert hat das schwäbische Ensemble Melodissimo in der Günzburger Hofkirche dargeboten. Zusammen mit den Melodissimo Spatzen, dem kleinen Kinderchor, sangen sie weihnachtliche Weisen. Seit seiner Gründung vor 10 Jahren hat das sechsköpfige Ensemble zahlreiche Konzerte im In- und Ausland bestritten. Mit seinen Hits von gestern gewinnt es in der leichten Muse stets neue Fans. Beherrschung von Stimme und Instrument lässt jeden Auftritt professionell gelingen und das Publikum bezaubern. Ihr Repertoire reicht von internationalen Evergreens bis zu Klassik und Oper. Musik.
Kunst im weihnachtlichen Lichterglanz kann man in völliger Privatatmosphäre bestaunen. Sie wurde und wird kreiert von Ludwig Vogele, einem Rentner in Ichenhausen, Kreis Günzburg. Beim Betreten des Wohnzimmers von Ludwig und Anneliese Vogele fühlt man sich in ein kleines Privatmuseum versetzt. 7 zimmerhohe Weihnachtspyramiden im Erzgebirglerstil, 25 Lichterbögen und 22 Fensterbilder sowie eine Vielzahl von Krippenfiguren zieren die behagliche Wohnstube. Alles selbst geschaffen von Ludwig Vogele. Wie sind Sie zu diesem Hobby gekommen? Hobby darf man doch sagen, glaube ich. Sicher. Bei aller Kunst, ne? Ja, das ist mein Hobby, ja. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Was langweilig, ja? Langweilig. Und die ersten Sachen habe ich eigentlich gemacht, mit Frau von der Gegend ist, erzgebirgische Kunst. Ja. Und jetzt erlebe ich, habe ich eigentlich angefangen mit ein paar, das sind halt immer mehr geworden. Ne? Mhm. Haben Sie, die Sie aus dem Erzgebirge stammen, Ihren Mann das beigebracht? Beigebracht nicht, wir sind halt manches Mal hingefahren. Nach Seifen und so, da ist doch der Hauptsächliche die Sachen, gell, wo man macht. Und da sind wir drauf gekommen, dass er auch solche Fensterbilder macht und die Pyramiden. Ich wünsche, dass Sie sehr alt werden. Und wenn Sie sehr alt werden, dann werden Sie noch sehr viel mehr machen. Dann macht es auch noch mehr. Und wenn es dann hier voll ist, wo geht es dann hin? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Na, ja. Unter Wohnung wird noch einquartiert. Wird der Keller freigemacht. Wenn hier nichts mehr reingeht. Ja. Ne? Aber ein bisschen Platz, ein bisschen Luft habe ich noch. Okay. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück und viel Schaffenskraft, dass Sie noch viel so Pyramiden und Kleinzierat machen können. Danke, danke. Ich habe ja Nachkommen, die wo das Zeug hoffentlich dann auch Ehren halten. 16 Jahre schon schnitzt und bastelt der 76-jährige ehemalige Schreiner Vogele seine Kreationen. Alleine 2 Jahre hat er für eine einzige Pyramide hingearbeitet. Sie besteht aus Birken- und Pappelholz mit großem Detailreichtum und misst bis zur Zimmerdecke 2,30 Meter. Auserlesene Schmuckmesse am Samstag, den 10. Februar von 10 bis 18 Uhr im Kulturhausforum am Hofgarten in Günzburg. Neueste glitzernde Frühjahrskollektionen, Schmuckworkshops, Glasperlenherstellung live und Typberatung. Die Spezialmesse mit dem großen Rahmenprogramm, unter anderem mit Kinderballett, Tanzschule, Modenschau und Tombola. Jährlich sterben Kinder bei uns in Deutschland, weil sie unheilbar krank sind. Stiftung Kinderhospiz Bärenherz. Wir helfen den Kindern und ihren Familien. Die Donaulichtspiele, das Nobelkino des Landkreises Günzburg, befindet sich in Offingen. Das beliebte, renommierte Filmtheater mit seinem mehrfach staatlich prämierten Jahresfilmprogramm und der angenehmen Atmosphäre erwartet auch Sie und Tante Emma. Seit 1989 findet hier alljährlich ein Minifilmfestival statt, die Offinger Filmtage, mit originellen Ideen und Inhalten. In der Altstadt von Günzburg, gleich neben dem Kuhturm, steht das Gunzia Stadttheater, das Kino der exquisiten Filme mit dem besonderen Flair. Hier fühlt man sich wohl, wenn man den hektischen Trubel der Multiplexe nicht mag und eher Gediegenheit sucht. Dass auch hier die Zeit nicht stehen geblieben ist, beweisen modernste Kinotechnik und Ausstattung sowie ein gastliches Foyer mit kunstvoller Deckenmalerei. Das Goethe- und Schiller-Theater Neu-Ulm, kurz August-Theater genannt, kann auf sein 10-jähriges Bestehen zurückblicken. Es hat sich sowohl künstlerisch wie wirtschaftlich gesund und erfolgreich entwickelt und mauserte sich zur größten professionellen Privatbühne der Region. Es trug Publikum zwischen Augsburg und Stuttgart an und feierte kürzlich Premiere mit der Komödie Männerhort. Männerhort von Christoph Magnussen beschreibt den Rückzug von 4 vom Shoppen gestressten und frustrierten Männern,
in ein kleines, wenn auch primitives Refugium, um Abstand von ihren kaufbesessenen Frauen zu gewinnen. Die Komödie legt dabei offen, dass männliche Gemüter mitunter zarter beseitet sein können als Mann, besonders aber Frau ahnt. In den vier dargestellten Männertypen erkennt sicher so manche Zuschauerin den eigenen Mann hinter seiner Fassade wieder. Genitale Idee, könnte von mir sein. Ich habe schon immer gesagt, dass der Errol eine Konifere ist. Ja, hey, und über Sie, der Lieder, ein guter Manager. Ja, das wäre mein Ding. Du bist der Manager mit dem Sender mit einer Perspektive, oder? Und zusätzlich bieten wir einen professionellen Service an. Wir haben Sie. Die Fachleute mit der partnerzentrierten Shopping-Kompetenz und dem absoluten Verständnis des Backgrounds weiblicher Konsumenten. Ja, und wenn dann alle Männer noch Nippel mitbringen, dann schaffen das noch ins Guinness-Buch der Rekorde, auch ohne Erlen-Nippel. Meinst du? Die Welt hat auf unsere Idee gewartet, es gilt eine Marktlücke zu füllen. Das muss aber ein Raum mit sehr vielen Steckdosen sein. Ja! Ja. Und mit Platz für einen Kicker. Genau! Ein Platz für Männer! Ein Platz für Männer! Die können sich ja nicht alle in irgendwelchen Kellern verstecken. So viele Keller gibt's ja gar nicht. Hallo! Wir sind ein Team. Wir sind ein Team! Seit Deco Annie macht Furore, gemeint ist damit Anja Baldauf, die bekannte und prämierte Leiterin des renommierten Akkordeonorchesters Gammeldahl im Kreis Günzburg. Sie hat die Liebe zur Seit Deco Musik für sich bzw. ihr angestammtes Instrument, das Akkordeon, entdeckt und damit bereits zwei Preise gewonnen. Vor einer geilen Kostprobe, die ich Ihnen jetzt zukommen lasse, möchte ich mich schon mal verabschieden mit Grüß Gott und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal in 4 Wochen beim nächsten bunten Kulturschaufenster hier auf diesem Kanal. Und so erlebt man sie in Aktion. Anja Baldauf alias Zydeco Annie mit ihren 4 Bandmitgliedern aus Schwaben, den Swamp Cats. Nachdem das Ensemble bereits im Herbst den Internationalen Country Award 2007 gewonnen hatte, kam jüngst in Wiesbaden ein weiterer bedeutender Preis hinzu. Der deutsche Rock- und Pop-Preis der Kategorie Rock'n'Roll Rockabilly. Wir möchten einfach das Publikum glücklich machen mit Zydeco-Musik und mir ist ganz viel daran gelegen, dass das Akkordeon einfach wieder einen anderen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft bekommt. Da werden Sie jetzt viele Tourneen machen. Aber wir hoffen, also wenn irgendwelche Veranstalter uns hören, ihr könnt uns buchen. Zydeco ist die Tanzmusik der Kreolen in Louisiana und gehört zur Kategorie der Country-Musik. Auch bei Auftritten in heimischen Gefilden, wie hier im Schützenhaus Leipheim, brachte Zydeco Annie mit ihren Swamp Cats das Publikum auf Touren.